Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserer D&D 5-Kampagne. Kerker und Drachen, yeah! Genau. Und was letztes Mal passiert ist, wo sich unsere Helden gerade befinden und was hier eigentlich überhaupt los ist, das hören wir jetzt. Mimik, Skelett, Kurt, Dolch, Basilisken mit Langschwert, Dings, Untote Beholder, kurze Rastruhe. Passt, und super, improvisierte perfekt zusammengefasst. Schleuder. Perfekt zusammengefasst. Kim zu Göttenland. Langschwert? Ihr habt irgendwo, glaube ich, ein Langschwert aufgegabelt. Ja. Das Skelett. Dolch, da oben hat er ein Langschwert. Das andere Skelett hat nur ein Dolch. Das Skelett da oben, das hat ein Kurzschwert. Das hat ein Kurzschwert. Ein Kurzschwert und ein Ding. Das Kurzschwert hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das Kurzschwert hat Aramis. Das sind... Ja. Das hat Glee gegen Dolch getauscht. Das Glee hat jetzt den Dolch, Aramis hat jetzt das Kurzschwert. Genau. Ja, und Albrecht, glaube ich, hat einen Wurfspeer. Stimmt. Und ihr habt nur einen Stiefel. Ich habe schon gesagt, wenn Nikolaus gewesen wäre, hätte man rausstellen können. Aber wir haben jetzt auch aus Basiliskenhaut gestellte Tüten. Taschen? Tüten. Aus Basiliskenschuppen, genau. Wow. Eine Aldi-Tüte aus Basiliskenschuppen. Okay. Dann erzählt mir mal, meine Herren und Damen, was wollt ihr machen? Nachab hier, warte noch kurz. Und Albrecht macht zwei Schritte nach oben. Hier kommt er mal hinterher. Wo ist denn diese Kiste? Ah, da. Ja, wir wissen ja, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist, ne? Moment. Ich hätte da eventuell was. Klee geht einmal nach da. Die Beschreibung von Rare of Frost beinhaltet nur Kreaturen als erlaubtes Ziel. Weil es sagt nur, dass man auf Kreaturen zählt. Deswegen würde ich hier einmal hingehen und versuchen, Ray of Frost auf dieses Pool zu zaubern. Sagen wir mal so, ich sag das so. Wenn der Zauber funktioniert, ist es ein Mimik, wenn nicht, ist es eine Truhe. Ich bin so frei, bin ich ganz ehrlich, als DM auch zu sagen, dass Ray of Frost auch ein bisschen experimenteller und ein bisschen offener benutzen, aber du kannst gern Ray of Frost mal auf die Kiste drauf jagen, wenn es magst. Die Frage ist, geht, ist es eine Mimik, wenn nicht, ist es halt eine eingefrorene Truhe. Doppelt verschlossen jetzt mit Eis. Musst du einen Attack Roll büffeln? Jo, schon, Moment. Das wäre eine 16 zum Treffen. Also du fokussierst dich auf die Kiste, Eiskristalle glitzern auf deiner Hand und du lässt so ein Ray of Frost los, die an der Truhe einschlägt. Und als der Ray of Frost in die Truhe einschlägt, siehst du, wie über die Truhe so eine leichte Froschschicht drüber zieht. Und das war's. Jetzt sicher. Gut. Gehe ich da auch mal mit. Eon? Nee, Schmarrn. Eldred, du musst deinen Namen ändern in Ding. Ja, in Discord. Ich übrigens auch. Mehr gerade. Ding, Eldred, du hast übrigens kein Zauberbuch zur Hand, ne? Also du kannst keine... Wo ist das abgeblieben? Zauber ändern. Du warst doch noch dabei. Genau, wie der Rest von eurem Equipment. Nein, du ich war... Dabei. Ach du Scheiße. Die Kurzversion ist, die Elfen haben uns im Wald überrascht, gefangen genommen und uns ohne unser ganzes Zeug abgenommen und diesen Dungeon reingeschmissen. Das ist die Kurzversion. Mhm. Okay, ja, weil das...
Das letzte Mal war glaube ich, die Tatsache, wo wir vor dem Wald standen und gegen diese zwei Dämonen da gekämpft hatten. Das war unser erster Versuch. Holy shit, der Half a Session verpasst. Ja, zwei oder drei Sessions. Was wollt ihr machen? Ja, das war danach, nachdem wir mit diesen Dämonen fertig waren. Mhm. Und das Einzige, was wir, glaube ich, von unserem ursprünglichen Equipment haben, ist Kriegshammer. Aber ich möchte gerne Mage Hand zaubern und die Kiste damit öffnen. Den Deckel anheben. Okay. Dann du causest Mage Hand und du öffnest die Truhe. Scheint ein bisschen zu kleben, aber du bekommst es auf. Okay. Vielleicht hat er ja irgendwas drüber gesabbert. Tja, gucken wir gleich. Eis. An dem Skelett waren wir schon, ne? Bitte wo? Das Skelett da unten hatten wir schon, meine ja. Ich. Mhm. Ich gehe mal gucken, was das ist. Gib mir Deckung. Aber ich nähert sich vorsichtig der Kiste. Okay. Versuchst du auch Zehenspitzen stehend mal reinzugucken? Die hält ihre Finger mit kalter Luft dampfend bereit. Ja, ich mach mal meine Schleuder wieder bereit. Mhm. Alberich, sei das so gut und sag mal, wie hoch ist der Passive Perception, Junge? Die ist nicht so geil. Die ist, glaube ich, nur... Ist sie über 10? Ja. Okay, aber also du siehst das an... Ich glaube, die einzige Person mit passiver Wahrnehmung unter 10 ist Glee. Da es 10 plus ist. Passive Wahrnehmung. Also Glee kommt froh, dass du überhaupt die Kisten siehst. Bin ich blind oder? Ich sehe die Kiste an gar dieser, die ist noch ein Stückchen weiter hier hinten. An dieser... Ist hier. Ihr habt unterschiedliche Darkvision-Reichweiten. Okay. Also, Albrecht, du siehst an dieser Kiste, dass an den Seiten, wo man das Teil öffnet, so ein bisschen so ein grünlicher, schwarzer Schmodder dran hängt. Und dieser Schmodder, den hast du bei diesem Troll auch gesehen. Also der hat den so ein bisschen so glibberig überzogen. Nicht der. Ach, die hat eben gehört. Guck trotzdem mal rein. Dann schauen wir, ob das geht, bitte. Du müsstest neben dem Randstollen und interagieren können. Wenn nicht, dann beiß ich irgendwen. Ah, okay. Das hört sich gut an. Ja, das funktioniert. Also, wir haben einen Stahlspiegel. Mhm. Nehmen einfach mal alle. Der starke Spiegel ist gegen die Medusa. Und Pfeile. Also, genau. Alchemist Fire, das gebe ich mal Glee. Beschädigter Bogen, Pfeil. Ich weiß, wer den kriegt. Das ist ein Pfeil. Glee. und bitte auch durchlesen Damage Bow Beschreibung. Ne? Mhm. Ist wichtig. Also für Glee nimmt das Alchemistenfeuer und drückt es in die Hand. Okay. Ich fühle mich wieder bewaffnet. Das du. Ach, kein Feuer. Okay. Wo kann ich das denn weitergeben? Ich habe keine Ahnung. Könntest du das nicht irgendwie auf den Boden schmeißen? Müsste gehen, ja. Ja, oh, ich schmeiß das solche Mistfeuer auf den Boden. Bumm. Also auf jeden Fall jetzt weg. Ja, okay, dann machen wir es einfach so, ihr verteilt es und ihr müsstet doch das... Könnt ihr das irgendwie weitergeben? Wenn ja, weiß ich nicht wie. Ich auch nicht. Warte mal, was hast denn du jetzt gerade weggeschmissen gehabt oder rausgenommen aus der Inventar? Den was? Damage Bow. Ein Damage Bow, okay, der ist anscheinend verschwundibust. Ja. Okay, dann machen wir das einfach so. Arnis, zieh da mal einfach einen Shortbow ins Inventar und schreib dazu selber Damaged. Okay.
Okay. Was dann damit auf sich hat, du siehst, dass dieser Bogen so einen leichten, ja, so einen Riss hat. Also du gehst davon aus, bei längerer Belastung wird er wahrscheinlich irgendwann brechen. Und die anderen Items, ich schau mal, ob ich die wegziehen kann. Also wir haben jetzt, was haben wir denn da jetzt noch gehabt? Ein Antitoxin, ein Alchemist's Fire, zwei Arrows. Ein Spiegel, kann ich den und ein Steel Mirror. Benutzen? Ein Steel Mirror. Nee, also so. Geht davon aus, dass der nur so handgroß ist, dass es so ein Handspiegel ist. Das ist nur so handgroß. Genau, Handspiegel, genau. Also, die Idee war gut, aber wir haben leider bei Legend of Zelda, dass du ein Spiegelschild benutzen kannst. Ich ziehe ja einfach denjenigen Inventar, das müsste auch gehen, warte mal kurz. Wer den Steel Mirror, wer anders haben? Den Stahlspiegel würde ich gerne tatsächlich behalten. Okay, ich ziehe mal die zwei Pfeile. Du hast halt immer Hände voll. Du hast deine Hände halt voll beim Kämpfen. Ja, aber ich kann meine Waffe jederzeit fallen lassen und mit einer Bonusaktion zurückrufen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Also ich konnte es nicht bei Pisins Inventar entziehen. Zieht es dann einfach vor euren Item-Listen raus. Und dann haben wir ein Alchemist-File. Ins Inventar und die restlichen, die löscht es halt dann raus, was immer braucht, ne? Also ich habe ein bisschen Damage Shortbow selber reingeschrieben. Ja, genau. Und dann fügst du nur zwei Pfeile hinzu. Ja. Und Max kann die Pfeile... Ich lösche von Max die zwei Pfeile mal selber. Okay. So, dann haben wir noch Alchemist 2 und Antitoxin. Jeweils. Ich vorschlagen, dass Eldred die nimmt, damit er auch was hat. Okay, dann tragt sie Eldred ein Antitoxin und ein Alchemist 2 ein. Beziehungsweise zieht's rein. Und die können wir dann auch löschen. Und den Steel Mirror hast du gesagt, falls selber. Behalte ich, ja. Okay. Machen wir es vielleicht einmal so, wenn ihr nochmal oder wenn wir wieder eine Kiste finden, dass sie derjenige, was er haben will, dann rausnimmt. Weil irgendwie läuft das Ganze noch ein bisschen komisch. Ja. Mit dem Modul. Aber naja. Und da oben sind Tische. Wo muss ich dann draufdrücken, um das zu mir reinzuziehen? Du gehst auf Compendium, auf das Buch, oben rechts in der Ecke. Ah, okay, so meint es. Da gibt es dann irgendwo ein weiter Item. Da gehst du auf Items. SRD. Und da kannst du dann die Sachen, da findest du die Sachen dann. Da findest du Alchemist Fire, da findest du Antitoxin. Da ganze Jedöns findest du da. Ja, okay, ich war mir nicht sicher, ob ich das hier raus irgendwo ziehen soll. So meinte ich das. So, Alchemist Fire und. Ich sehe da irgendwas mit Tischen. Lass mal da gucken gehen. Wenn, können wir das Holz für irgendwas benutzen, vielleicht. Also, ich mache ab hier jetzt tatsächlich eher vorsichtige Schritte. Okay. Gucken, wie leise. Dann geben wir mal einen Stealth-Check. Lee schleicht auch hinterher. Jo. Okay, dann. Aber normal, dass ich meine schwere Rüstung nicht mehr anhabe. Genau. Leise wie zwei Kätzchen. Mhm. Und ein Bulldozer. Die Tradition, okay, Foundry bei mir Scheiß würfelt, geht wieder weiter. Sehr gut. Ja, das stimmt aber wirklich. Also du siehst vor dir drei Tische, die mit allen möglichen fauligen Innereien, Knochen, so lederartigen, also nicht lederartigen, aber so Hautfetzen bedeckt sind. Du scheinst den Speisetisch des Trolls gefunden zu haben. Mal tief einatmen und sich überwinden, ist da noch was bei, was man brauchen kann. Den Tisch umwerfen. Übrigens, ihr müsst jetzt Narapieren nur mitnehmen, ich wollte bloß sagen, ne? Kontrollieren. Weil sonst steht der immer bloß... Ich kann den nicht kontrollieren. Du kannst den hinterher schieben. Ja. Oder so, ja. So. So. Entschuldigung, was wolltest du nochmal machen, Alberich?
Ich wollte den Tisch untersuchen, durchsuchen, ob da auch irgendwelche brauchbaren Reste sind, irgendwas benutzt. Okay, dann gib mal einen Investigation-Check. Den Tisch umwerfen. Es wird widerlich, Leute, aber wir müssen mal suchen helfen hier. Aranis, plus kleine Frage, wie viele Pfeile hast du aktuell? 5. Okay. 12. Also du gräbst dich so ein bisschen durch, bleibst immer mal wieder an so einem herausragenden Knochenstück oder ein paar Zähnen hängen. Aber so wie das ausschaut, nee, da ist jetzt echt nichts dabei, was wir brauchen könnte. Brauchen wir eigentlich Licht oder haben wir irgendeine Lichtquelle? Wir haben keine. Ihr habt alle Dark Vision. Sehen. Ihr habt alle Dark Vision. Gab es nicht einen, der keine hat? Ja, das war Narapi, aber der hat seit kurzem auch. Aus irgendwelchen Gründen kann der plötzlich auch im Dunkeln sehen. Ja, ja, keiner weiß warum. Lee ist das noch nicht aufgefallen mit ihren 7 Wissen. Achso. Okay. Ich kann Licht machen, nur so als Erinnerung. Ja, und so ziemlich alles auf uns aufmerksam machen, wovon wir eigentlich nicht wollen, dass es auf uns aufmerksam wird. Danke, aber nein, danke. Ich hab's nur mal angeboten. Wie sie die Innereien sieht, kommt ihr eine Idee und sie würde nun mal anders mit dem Laufen aber funktionieren würde. Zurückgehen, schrittweise. Aber wenn der Rest nachkommt, dahin, wo noch die ausgenommenen Überreste der Basilisken liegen. Und was denkst du? Es braucht nur noch irgendwie Wasser. Wir könnten die Därme der Basilisken eventuell als Wasserschläuche benutzen, falls wir irgendwie Wasser finden. Nur kurz dieser Stunt-Zustand, den ich hatte, war der noch von irgendwas oder? Das war mit dem, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt, oder? Das war, glaube ich, wegen des, wegen dem Versteinern. Genau. Ah, okay. Also, Glee würde dann aus den Innereien, die ja wahrscheinlich irgendwie beim Ausnehmen der Basilisten zur Seite gelegt wurden, einmal schauen, ob sie die Mägen findet, sie mit Prestidigitation reinigen und auf einer Seite einmal zuknoten. Okay, dann gehen wir mal einen Medicine-Check. Will mir irgendwer helfen? Ja, ich helfe dir beim Suchen. Frank gehabt. Also, du kannst von diesen zwei Basilisken tatsächlich das ausmachen, was der Magen ist. Du könntest alternativ auch, kommt da so der Gedanke, beziehungsweise Alberich gibt da so ein bisschen so den Hinweis, man könnte theoretisch auch die Blase benutzen. Das war auch meine erste Idee, aber ich weiß, dass man durchaus eher Magen, glaube ich, historisch für das zum Lagern von Tränken benutzt. Ich glaube, also out of character, ich glaube, waren das jetzt Schweineblasen oder sowas? Egal. Also Käse kommt vom Lagern durch Milch in Ziegenmägen. Ursprünglich. Na dann. Deswegen habe ich jetzt an die Mägen gedacht. Ich nehme das, was ich gut und nutzen das, kann. Und das, meine lieben Zuhörer, ist unsere Ziegen-Trivia für den Talk. Gut. The more you know. Gute Idee. Wie viel Wasserschläuche kann man ausmachen? 2? 2. Und da kommen. Machen einen aus Magen, einen aus der Blase. Okay. Gleich zum Vergleich, das muss ich also testen. In die Blase passen so 3 Liter rein, im Magen würde ich mal sagen so, ja, 6 Liter. Gut, dann würde ich noch eine Sache kurz probieren. Ich würde einfach mal unsere neuen Wasserschläuche nutzen. Mir irgendwie versuchen, eine möglichst feuchte Stelle an der Wand rauszusuchen und versuchen mit Shape Water so ein bisschen Wasser raus in den Wasserschlauch zu kanalisieren. Okay. Also du...
Du sammelst das so ein bisschen Flüssigkeit von der Wand und du sammelst das so. Wie viel kannst du da auf einmal zusammensammeln? Shapewater kann einen 5-Fuß-Würfel auf einmal beeinflussen. 5 Fuß sind. Also 3x3 Meter. Also du bekommst eigentlich. 1,50 Meter mal 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Also 1,5 Kubik, mehr. Also du bekommst eine Menge zusammen, die ungefähr so. Wenn du eine Tasse hättest, wären ungefähr die untersten 2-3 Zentimeter voll. Also 100 Milliliter? 100 Milliliter. Das ist ein Becher Wasser, ich füll's in den Schlauch rein. Jetzt kann ich wieder Hammer auf Agatis zaubern. Mhm. Hast du einen Becher? Für deinen Becher Wasser. Na, Spaß. Okay, alles klar. Du hast jetzt zu Wasser. Aber das mit den Schläuchen war eine gute Idee. Wir sollten den zweiten Basilisken aussuchen. Haben wir ja noch mehr. Der zweite liegt irgendwo da hinten. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir die zusammengetragen hatten beim Ausnehmen bei der kurzen Rast. Dass wir jetzt einfach beide bereits durchgegangen sind. Also ich habe auch mit beiden schon. Okay. Wir sind 5 Leute, wir haben 9 Liter Kapazität. Das ist schlecht. Das reicht nicht. Das ist ein Anfang. So lange bleiben wir hoffentlich nicht hier drin. Ja. Also, nachdem ihr diese Schläuche zusammengebastelt habt, spürt Narab hier, gerade weil er kommt, sehr gut. Also Narab hier, du spürst in deiner Hand diesen Schlüssel vibrieren. Aha. Ja. Übrigens, die Kiste, die ihr durchsucht habt, da war Loot drin. Muss mal kurz. Ja, Narab hier, willst du rangehen an den vibrierenden Schlüssel? Hallo, Narab hier, der Barde. Also ihr hört wieder die Stimme eures Elbenfreundes, Haldin. Und er fragt sofort vorsichtig und auch ein bisschen leiser. Also er scheint das Ganze ein bisschen verborgen halten zu wollen von irgendjemandem. Hallo? Seid ihr noch am Leben? Oh, bitte seid noch am Leben. Sicher doch. Nein! Sicher doch. Und? Also ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5 tote Menschen. Habt ihr schon irgendwas von Wert oder irgendwas Brauchbares finden können? Das eine oder andere. Doch, das eine oder andere, ja. Ein paar Delikatessen, ja. Ein bisschen was zu futtern, ja. Gab's auch schon. Dieser Kerker wurde früher dafür verwendet, die ganzen Monster, die in diesem Wald immer wieder sich rumtreiben und unsere Stadt angegriffen haben, dort einzusperren. Also seid unbedingt vorsichtig, was da alles noch rumschwirren könnte. Manche von diesen Kreaturen sind schon seit Jahrzehnten da unten. Wir haben so lange überlebt. Ja, vielleicht sogar noch. Vielleicht sogar noch. Eine Aussage, oder war denn noch? Egal, wie kommen wir raus? Ich frag mich hier, was die gefressen haben in den Jahrzehnten. Hast du überhaupt eine Ahnung, was da alles reingeschmissen wurde über die Jahrzehnte? Natürlich Dutzende nicht. Und Hunderte von Monstern. Die haben sich gegenseitig gefressen. Höchstwahrscheinlich. Ja, Survivor of the Fittest. Richtig. Also wird das, was ihr da unten trefft, wahrscheinlich so die Reste sein, beziehungsweise die sich gegen die anderen durchsetzen konnten. Juhu, wir kriegen die Spitze der Nahrungspyramide der D&D-Welt zu passen. Ja. Aufgepasst, Kerker, eine neue Nahrungsspitze ist da. So ungefähr. Was mich aber auf die wichtigere Frage führt. Wo ist der Ausgang? Ich habe keine Ahnung, ich war da unten nie.
Die wenigsten waren von uns waren hier unten. Die Frage ist, könnt ihr euch einen Hinweis, den ihr vielleicht oder der euch vielleicht helfen könnte? Der Ausgang liegt in der Nähe des Flusses. Oder eines Flusses. Mehr Fluss ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, mehr Bach. Aber man sollte das Wasser rauschen hören von hier drin. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der Bach würde unser Wasserproblem lösen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann, aber das ist alles, was ich weiß. Der Bach würde unser Wasserproblem lösen. Wir brauchen Trinkwasser und das dringend. Gut, wir melden uns. Gebt einfach Bescheid, wenn ihr euch irgendwie helfen könnt. Piep. Okay. Tja, jetzt müssen wir den Fluss finden, ha? Kannst du Corvo nicht irgendwie mal erkunden schicken? Okay. Corvo macht sich immer unsichtbar. Okay. Gibt es das als Zustand? Ja. Schauen wir nicht. Beziehungsweise, die sind halt nicht beziffert. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das ist eine Spielleiter-Sache. Du hast nicht auf so, ja gut. Ah, okay. Ja, aber ich weiß ja, dass er unsichtbar ist. Und wenn du sagst, der ist unsichtbar, dann ist der unsichtbar. Corvo macht sich unsichtbar und fliegt dann mal ein bisschen vor. Okay, dann fliege ich mal vor. Corvo meldet ein zweiter Skelett. Also Corvo sieht hier in diesem Raum schon ein paar Skelette von irgendwelchen Viechern. Corvo meldet außerdem Skelette von irgendwelchen Viechern, aber ansonsten wird erstmal noch alles leer, so wie es aussieht. Ihr habt die Kiste schon blutet, oder? Irgendwie eine. Ja, haben wir. Kannst du noch irgendwie einen Tunnel zu geben? Tunnel. Also da gibt es einmal eine Höhle und dann irgendwie einen Tunnel. Versuchen wir die Höhle zuerst, oder? Wo könnte Wasser sein? Wenn ich Wasser wäre, würde ich lang fließen. Naja, meistens, wenn wir einen Höhenunterschied irgendwie feststellen könnten, dann könnten wir sagen, wir gehen eher in die Richtung des Nordens. Er hat gesagt gehabt, der Ausgang ist in der Nähe eines Flusses und er war selber noch nicht in diesem Dungeon drin. Ja. Also, nicht Fluss, es war ja selber mit dem Fluss so. Bach. Ja. Gibt es ein Gefälle? Glaub, also, da ist, wenn wir den Bach finden, haben wir mal ein Wasser. Wir werden wenigstens nicht innerlich verdursten. Vielleicht was. So. Und die Wahrscheinlichkeit. Können wir schon mal hinterhergehen, zumindest? Ja, wie? In welche Richtung? Da unten lang. Klee geht nach unten. Vor. Und jeder zieht sein Charakter selber. Okay. Mal die Frage: Wir sehen hier Treppen. Sind das Treppen nach oben oder unten? Unten. Aber die habt schon. Ihr habt's. Ich bin jetzt immer so frei, von dem Bereich habt's jetzt schon abgesucht. Ich würde mal das Skelett durchsuchen. Ja, ich weiß es halt nicht als Spieler. Was? Nein, nicht funktioniert per Doppelklick. Ich weiß, das ist komisch. Vielleicht hat er ein Update irgendwas zerschossen, weil da gab es ein Update nochmal. Also, du siehst das Skelett. Ich habe kein Update installiert. Flo, sind wir Modul nicht bei. An dem Tag, wo ich diese Map erstellt habe, haben wir währenddessen ein Update installiert. Und das war nachdem ich diese Skelette oder die hingestellt habe. Da haben wir ein Update gemacht. Wir haben es noch. Aber zu dem Zeitpunkt hat es doch funktioniert. Das hatten wir getestet. Ja, aber irgendwas muss da passiert sein. Egal. Dieses Skelett ist gekleidet in einer so einer Hide Armor. Hat eine Battle Axe in einer seiner skelettierten Hände. Vor ihr liegt eine Fackel. In der linken Hand hält sie So ein Trinket, also ja, so eine Hasenpfote. Klee nimmt sich mal die Hasenpfote. Mhm.
die Rüstung. Okay. Eldritch, schau doch mal, vielleicht ist das ein arkaner Fokus, dann könntest du besser zaubern. Drück das einmal Eldritch in die Hand. Was war das nochmal? Das ist irgendeine Hasenpfote. Ja, wenn man die Rüstung nimmt, geht vorne. Geht nach vorne. Er kann mit Fellrüstung was anfangen. Narapio und ich glaube. Ich eine leichte Rüstung? Ja, alle drei können das. Narapio. Also. Ja. Die brauchst du nicht. Die geht immer ein bisschen vor. Ed Armor ist tatsächlich Medium Armor. Ja. Ha. Und also Medium Armor benutzen können Aranis, Narapio und ich. Ja. Ja, damit zieh ich jetzt Trumschlung. Ja. Ja. Dann nimm du, ich glaube, du bist ja eher im Nahkampf. Ja gut, nehme ich sie. Also dann haben wir jetzt die, dann darfst du die Hide Armor eintragen. Mhm. Und dann liegt da nur Battle Axe und eine Torch. Die Battle Axe, die brauche ich jetzt nicht. Mhm. Kann sich jemand anders nehmen. Eigentlich schon. Ja, du kannst sie auch mit deinem, also das weiß Albrecht nicht, aber du kannst doch da dein Ding drauf benutzen, dein Hexblade-Ding. Wenn man sonst mal die Gelegenheit dazu gibt. Ja, brauche ich aber eine Stunde Zeit, um mich drauf zu etablieren. Narapir kann das Teil nicht benutzen, weil eine Battle Axe ist heavy und als Halfling kann ich den nicht benutzen. Battle Axe, es ist keine Great oder? Axe. Eine Battle Axe ist eine Battle Axe, keine Great Axe. Battle Axe ist normal, das kann ich nutzen. Dann habe ich das falsche Ding erdrungen. Dann habe ich das falsche Erdrungen bei dem Skelett. Es hätte eigentlich eine Great Axe werden sollen. Entschuldigung, es ist eine Great Axe. Da habe ich das falsche Rinsung gehabt. Ich Idiot. Das ist eine Great Axe. So, jetzt haben wir da. Wenn wir jetzt nur einen Universalisten mit Head of the Apprentice als Halborg oder Ork mit Ork Weapon Familiarity, Moment, das ist wieder das falsche Spiel. So. Warum updatet sich meine Armor Class nicht, wenn ich den ausrüste? Egal. Sieht Klee in dieser Höhle irgendwas? Gib mir mal einen Perception Check. Mit diesem, ne? Mit ganz normal. Ja, scheiß drauf. Mit dieses Vantage war es wahrscheinlich nicht schlechter. Es ist eine Höhle hier auf der Seite. Sind die Wände nicht hochgemauert, sondern es ist mehr so ein Schuttwall fast schon, der sie bis hier vor erstreckt. Aber das scheint ein Teil von dem ganzen Spaß eingebrochen zu sein. Wände sind nach wie vor mit Moos bewachsen? Schmutzig? Alles? Schaut alles noch ganz normal aus. Ja, ich würde mal gucken, ob ich. Die nimmt sich mal irgendwie so einen kleinen Stein vom Boden, von der Wand, die da eingestürzt ist, und wirft es in so ein Stück Ocker in die Höhle rein. Wohin? Okay, also du schmeißt den Stein und er klackert auf dieser Stelle auf den Boden und rutscht dann hier an die Wand dran. Rutscht? Also. Du schmeißt ihn halt und das Momentum oder die Bewegung, die Energie knetscht. Er rollt. Ja. Weil das Wort rutscht mit dem Schleim, den du vorhin erwähnt hattest, hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht. Sagen wir so, der Schleim war halt bloß dazu gedacht, dass man halt merkt, okay, das war die Kisten vom Troll. Das war alles damit. Aber das Wort rutschen impliziert halt was anderes als rollen, oder? Der Kiesel, der Stohr, rollt an die Wand hin. So, jetzt. Die wartet kurz und geht dann mal wieder rein. Okay. Wo gehst? Okay. Also du siehst, dass der Schutt hier endet. Klee schleicht mal vorsichtig an die Ecke. Okay. Dann gehen wir mal bitte einen Schleichencheck.
Okay. Also du liegst, klackert so ganz leicht mit den Hufen, als dahin schleicht, aber ja, du schleichst. Ich brauche neue Hufeisen. Ich finde es irgendjemand, der dich schlagen kann. Okay. Können wir irgendwer Rückendeckung geben? Mhm. Moment. Ich mach mal den Bogen bereit wieder. So habe ich eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Klitzt ihn einfach mal in den Dolch. Mhm. Kannst ja Corvo fragen. Ich sehe wieder eine Kiste. Moment. Ray of Frost einmal kurz auf die Kiste. Vorsichtig. Okay, Ray of Frost schlägt bei der Kiste ein. Nichts passiert. Scheint wieder eine normale Kiste zu sein. Ich nutze Mage Hand und mach die Kiste. Schau die Kiste mal an. Okay. Also den Deckel. Die Kiste geht quietschend auf. Gucken wir mal, was drin ist. Okay, ich sehe nichts. Okay, da hätte aber was drin sein sollen. Okay, dann keine Items, kein gar nichts. Da hätte was drin sein sollen. Und zwar hätte da drin sein sollen einmal ein Kartendeck. Hm? Dann hätte da weiterhin drin sein sollen eine Asset-File. Und weiterhin hätte drin sein sollen, was hätte es da noch drin sein sollen? Eine Minor Healing Potion. Okay. Braucht gerade jemand Heilung? Wir hatten gerade einen Short Rest. Ja, deswegen. Auf jeden Fall Trank bei Frontläufer bleiben, falls er ihn braucht, trinkt. Ja, ich würde die meiner Healing Potion tatsächlich einsacken wollen und bereithalten. Meine ich ja eben. Ja. Ich hab dich gemeint damit. Die Säureflasche kann dann, keine Ahnung, Arapier oder wieder Eldred annehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch nehmen kann. Ich habe ja wahrscheinlich keinen Rucksack mehr, wenn mir alles weggenommen wurde oder sowas. Also ihr müsst es dann schon irgendwie verstauen. Sind in dieser Hide aber Taschen dran? Nein. Naja. Mach dann bitte Rüstung und Taschen. Ich meine, ich habe jetzt zwei Flaschen und ich habe dieses Trinket, das kann ich bestimmt irgendwo noch dranhängen oder irgendwo. Aber das eine dritte Flasche. Das ist ja Hosentaschen. Das ist ja eine normale Kleidung dran. Ja, genau, also das diese Hasenpfote habe ich bestimmt in der Hosentasche, aber ich weiß nicht, ob die Flaschen da reinpassen. Wir sind Abenteurer, wir haben doch sicher alle Gürtel mit Schlaufen dran. Mhm. Wer hat dann unseren Basilisken-Seesack? Da kommen wir mal so rum. Den habe ich dann wahrscheinlich. Du bist der kräftigste vom Tragen her. Ja gut, dann tue ich die da rein. Du oder der Zwerg, nicht der Zwerg, der Halbling. Also, schreib hier. Was extrem traurig ist. Du meinst ja super Schlumpf. Siehst du, er zerbricht selbst ein Maßstab mit dem Blut. Also wer hat jetzt was genommen? Ich würde die Minor Healing Potion tatsächlich irgendwie und die Säure und das Karteneck dann tatsächlich wahrscheinlich in unseren Echsenseesack tun. Was ist ein Seesack? Okay. Na gut. Gehen wir weiter. Wo geht's denn da hin?
Wahrscheinlich nur auf die andere Seite von diesem Schutt, was wir vorhin... Da ist ein Schutt, da ist kein Durchgang wahrscheinlich. Ja, du hast keinen Durchgang, da ist Schutt. Hier unten waren wir auch noch nicht, ne? Oder doch? Ne, da oben wäre der andere Weg gegangen. Und dann geht's einmal nach unten oder zur Seite. Könnte einer von euch vielleicht mal lauschen, ob ihr irgendwie Wasser hört? Ja, ich würde mal probieren wollen, ob ich irgendwas höre. Und sperr mal die Lausche auf. Ich Wasser höre. Okay, dann gehen wir mal einen Perception-Check. Ja. Nee. Aranis, ich bin hier neben dir, siehst du mich? Ich hab den Eindruck von Eldred kommt so ein komisches Plätschern. Also ihr hört nix. Hm. Gar nichts? Totenstille? Immer mal wieder so ein paar runterfallende Steinchen, aber sonst die in der Ferne hallen, aber ansonsten ziemlich leise da unten. In den Eingeweiden der Erde. Ist wieder ein Skelett, das man mal absuchen könnte. Ah, das Skelett, das ist so der mumifizierte Leichnam von einem Menschen, wie es ausschaut. Sag mal so, das Ganze kommt mir orkisch vor. Kommt orkisch? Geht mal vorsichtig vor und sucht den Leichnam ab. Okay, also du, was willst du gehen? Fangen wir mal so. Du untersuchst es oder? Ich schaue, ob es irgendwelche Ausrüstung dabei hat. Okay. Also du beginnst das Skelett so abzusuchen, abzutasten. Sagen wir mal so. Geh mit der Passive Perception. Die merkt gar nichts. Alberich, du daneben. Du merkst schon was, als sich diese Mumie auf einmal zu bewegen beginnt. Und nach Glee greift. Vorsicht! Roll Initiative, meine Damen und Herren. Glee darf mal einen Perception-Check geben, ob sie surprised ist oder nicht. No, der ist nö. Also in dem Moment, wenn ich merke, dass sich dieses Mistvieh anfängt zu bewegen, rufe ich eine Warnung. Bist nicht surprised. Du kannst noch rechtzeitig reagieren. Okay, dann. So. Ich glaube, dieser 3D-Dice funktioniert irgendwie nicht richtig, weil auf dem Dice habe ich nämlich eine 14. Im Chat habe ich eine 2. Kann sein, dass es nicht dein Wurf war. Nee, doch. Ich habe es gesehen, du hast eine 2 gewürfelt, dann ist aber ein anderer Würfel dagegen gestoßen und hat das umgeändert. Also, du hattest eine 2. Das habe ich gesehen. Okay. Ich habe nämlich nur die 14 auf dem Würfel gesehen. Okay, also. Glee. Diese Mumie beginnt sich auf einmal zu bewegen. What you gonna do? When they come for you. Zieh einmal schnell den Dolch und Blizzard-Klänger. Okay. Dann mach. Peaks. Peaks. Das war eine 17 zum Treffen. Okay, trifft. Also sind das einmal 8 und jetzt muss ich kurz nachschauen. Ich glaube, Blizzard Blade gibt mir auf meinem aktuellen Level 1W8 dazu. Was ist das dann für ein Damage? 1W8, weil es einmal gesteigert ist und sind zwar eine W8, wenn es sich bewegt.
Ich hab's jetzt hier nicht gut drin, deswegen würfel's einfach ein W8. Was war denn das für ein Damage? Es sind also nur 8 Piercing-Schaden bis dato und ich guck das jetzt nochmal genauer nach mit der Klinge. Also auf dem Level haben das, wenn das Booming Blade sein soll, 2d8. Na, 1d8. Sag ich doch. 2d8 sind, wenn er sich bewegt. Genau. Ja, gut. Ist das nochmal ein Kälteschaden? Und das muss an der Stelle erstmal gewesen sein. Okay. Ich kann meinen Zug nicht beenden, weil ich nicht am Zug bin. Was ist das schon wieder für komisches Zeichen? Moment. Alberich ist wohl. Halt, ich. Moment mal, wir haben nicht mehr. Etzer. So, Etzer. Haha. Jetzt kommst du aber. Alberich gerade. Aranis müsste ja dran sein. Genau. So. Ich würde Hunter's Mark draufzaubern. Okay. Und dann. Moment. Dann kriegt der von mir mal. Bitteschön. Schön. Warte mal, ich glaube, ich hau das mal gerade raus. Zack. So, dass das auch eingetragen wird. So, und dann würde ich, ich habe den Sniper jetzt noch nicht eingetragen. Würde ich halt mal mit dem Shortbow als Sniper. Oh, das ändere ich gerade mal kurz ab. Das heißt, Attacke minus 5. Habt ihr voll den Bogen gefunden? Ja. Ja. Damaged. Damage plus 10. So, mal gucken, ob das funktioniert. Gut. Das war nix. Nee. Plus Nummer 2. Er trifft. Oh. Gut, dann schauen wir mal, was das wird. Wären 17 Piercing-Schaden. Mhm. Plus D6 vom Hunter's Mark. Hoppla. Der ist wieder rausgeflogen. Yep. Also insgesamt 19. Mhm. Und damit wäre ich dann fertig. Okay. Zwei Pfeile verbraucht. Alberich macht eine Attack-Action und macht erstmal eine normale Attack mit seinem Kriegshammer. Mhm. Prone ist er nicht mehr, ne? Er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden, ja. 17 zum Treffen. Mhm. Für 15 Schaden. Quatschenden Schaden. Zweite Attacke. Möchte ich gerne Shove-Action machen. Ich möchte den 5 Fuß von mir wegschubsen. Mhm. Das heißt. 15 geboten. Naja, 17. 17 auf dem Athletik-Check. Da muss er jetzt drüber kommen. Ja, Moment. Sind gewonnen. Schade. Hätte klappen können. Bonus-Action habe ich gerade nichts Gutes, deswegen habe ich fertig. Okay. Mein Turn beenden.
Dann Corvo. Corvo, immer noch unsichtbar, flattert einmal zu der Gestalt hin, lenkt sie ein bisschen ab, nutzt die Helfenaktion für den nächsten Angriff und flattert dann wieder zurück zu Klee. Okay. Alles klar. Nachher wir. Flo? What you gonna do? Dein Internet scheint gerade ein bisschen zu spinnen. Du bist ja, gerade extrem abgehakt. Du verstehst nichts. Ja. Das ist jetzt die Schwingung, Galo. Er ist sehr einsilbig. Er ist eine sehr schön posegefrorene Mäusung. Ja, ja. Ich dachte gerade die ganze. Ah. Ja, das glaube ich auch. Ah! Ich glaube jetzt, ja. Bewegt es wieder ein bisschen. Jetzt habe ich einmal drauf geguckt, dann bewegt er sich. Moment, ich guck mal wieder weg. Komm, guck ich weg, ist er weg. Diese Verschwindetricks immer. Ja, er ist ein Halfling, ne? Ja. Suddenly disappear. So, Flo? Ja? Hey, du Blast Pew Pew. Ja. Ja, genau, das passt ja. Dann würfel mal. Dann gib ihm. Eldritch Blast PPU. Und das sogar zweimal. Habe ich eine 15 mit Angebot? Nope. Und dann habe ich noch eine 23 mit Angebot. Jo. Dann sind das 7 Force. Mhm. Alles klar. Ja, und mit dem Rest kann ich eigentlich nichts machen. Zankraft hat übrigens Vorteil gehabt, wegen Corvo. Ach, der erste Angriff. Das heißt, du hast ja zwei Mal geworfen, hast getroffen, das heißt, du hättest theoretisch also jetzt noch dann, einen Angriff. Dann würfel doch mal nochmal. Habe ich hier noch eine. Nein. Ja gut, nope. Endet sie nix. Das Ganze ist dann bei der 20 vorbei. Okay. Was ist da jetzt gerade passiert? Die Runde hat sich gestattet, wie es aussieht. Ja. Das hätte nicht passieren sollen. Ich hab nix gedruckt. Aldred, du bist dran. Naja, ich mach das, was am sinnvollsten ist. Ich mach einen Firebolt. Okay, dann Firebolten sie. Ich glaube, müsste eigentlich gut brennen. Das Netz einen Schluck auf, es wird wieder flüssig laufen. Ich habe wieder volle Verbindung. Sehr schön. 20 trifft. Dann Damage normal. Ich habe schon 38 gelesen, aber 11 nur. Also der scheint dem Ding jetzt so gut zu bekommen. Bei dem fangen wir die Bandagen und beziehungsweise das vertrocknete Fleisch ein bisschen vorher. Ja, das war's mehr, kann ich ja. Okay. Dann ist die Mumie dran. Halleluja, endlich einmal. Mummy is on fire. Okay. Glee, sei doch mal bitte so nett, als dich diese Mumie mit ihren leeren Augenhöhlen anstarrt, gib mir doch bitte mal einen Wisdom Save. Du nicht direkt schon annehmen, dass ich gescheitert bin? Weiß ich nicht. Oh, ja, bist gescheitert. Ich hab eine 6 im Angebot. Du hast eine 6 im Angebot. Das ist ein Weisheitsrettungswurf. Was erwartest du von mir? Du bist jetzt paralyzed. Du bist jetzt paralyzed. Und die Mumie würde dann einmal mit seiner Faust auf dich draufhauen wollen. Da fängt sich Hallo. Die Mumie aber von mir ein. Und ich sag's schon. Was? Wenn die Mumie jetzt einen Nahkampfangriff gegen Glee ansagt, dann fängt sie sich eine von mir. Durch was? Steht im Chat.
Genau, und ich kündige schon vorher an, dass ich auf den auf Würfelergebnis. Seit wann hast du Sentinel? Seit schon die ganze Zeit? Ja, gut. Ich eigentlich die ganze Zeit. Es kam nur nicht immer da. Also, ja dann, gönn dir. So. Normal. 28 sind im Angebot. Ich bin mal davon aus, dass... trifft. Ganz knapp. Vom Crit. Für 14 Blaschen, ey. Mhm. Okay. Alles klar. Dann kommt jetzt der Duck. Ja, ich kündige an, dass ich den Damage reduzieren werde mit Halt Gosch. Und lässt du Glee in Ruhe. Mhm. Okay. Ich guck einfach nur zu. Wir hätten eine 19 im Angebot, liebe Glee. Das trifft denn da, ich kann ja aktuell kein Schild zaubern, da ich paralysiert bin. Nee, warte mal kurz. Ganz kurz, bei Paralyze, ist es das, was ich meine? Du hast, glaube ich, keinen Dex-Bonus mehr, oder? Moment, Paralyze. Nee, Paralyze ist die das gleiche. Ist okay, das ist ein Autocrit bei Paralyzed, wenn er trifft. Ja. Okay, ja. Okay. Und ich scheitere automatisch bei Stärke- und Geschicklichkeitsrettungswürfen. Das ist egal, du brauchst einen Konsti-Rettungswurf, bitte. Also du merkst, ja, dass ich kann diese... keine Aktion und Reaktion durchführen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Warte mal. Also, a paralyzed creature is incapacitated and can't move or speak. Automatically fails strength and dexterity saves. Attack rolls against the creature have advantage. Und jeder Attack innerhalb von 5 Fuß ist ein Autocrit. So, was macht incapacitated? Moment. An incapacitated creature can take actions or reactions. Also Shield ist leider ne. Sag ich doch. Ja, genau. Ich habe keine widersprochen. Genau, aber ich nutze meine Reaktion um den Damage um... Halt, Würfel. Das ist, glaube ich, ein bisschen voll, man ist nicht Flo. Halt, das ist, das war ja... Entschuldigung. Das ist mein... Okay. Das ist unser Rettungswurf. Und der Damage ist... 3 reduziert. Reduziert sind das 36 Bludgeoning Damage. Autsch. Das Teil macht ordentlich. Ich glaube, aber eine 16 hätte trotzdem getroffen. Gut, dann war das der Zug von der Mumie. Klee reagiert nicht. Gut. Ja, das war ein schmerzhafter Treffer. Warte mal, ich mach bloß kurz schauen. Okay. Corvo wendet sich als Reaktion den anderen zu und meint, sie meint, ich soll euch sagen, au, das hat wehgetan. So sah das aus. Okay. Ich hab mich schon gewundert, dass sie das so gut wegsteckt. Dann ist als nächstes Aranis dran. Mhm. Ja. Aber einen Safe gibt's leider nicht am Ende der Runde. Gleiches Spiel wie vorhin. 3 Pfeile habe ich ja noch. Was? Das war jetzt leider nicht zu verstehen. Ich hab's auch nicht verstanden. Nee, Glee hat noch nicht Endturn drückt. Achso. Glee hat noch nicht Endturn. Jetzt. Dann, genau. Also, Schuss Nummer 1. Mhm. Wieder mit Sniper. Nope. Sagt Würfel bei links, Nummer 2. Naja, guck mal. Na, scheiße. Treffe doch mal wieder was. Der sitzt. So. Jo. Two arrows. How do you wanna do this? Der Motherfucker hat nur 4 HP. Sehr gut. Hätte ich ja ganz normal angreifen können. Jo, dann würde ich hingehen. Ja, genau, dann wäre noch hier vom Andersmarkt dazugekommen. Jo, das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Also, Aranis. Schaut, nachdem der erste Fall daneben ging, atmet sie nochmal tief durch, wirft so einen etwas zweifelhaften Blick auf den Bogen, der jetzt aber auch schon so ein bisschen aus den letzten Zügen pfeift sozusagen.
Nö, nö. Vor sich hin erzählt. Ach, ist ja noch gut. Okay, gut. Dann, Ich rühre mich schon, wenn der nimmer will. Wenn der nicht mehr will. Ich rühre mich schon. Ich habe mir da schon was überlegt. Bogen streikt. Ja, und okay, dann, sagen wir so, bei dem zweiten Viech Schuss. Zerlegt. Bei dem zweiten Schuss hörst du so ein lauteres. Also der Riss in den Tal ist größer geworden. Mhm. Aber sagen wir so, dafür hast du die Mumie jetzt auch zerlegt. Genau, und dann führt sie halt mit einem Pfeil einen säuberlichen Headshot. Also du pinst das Teil an die Wand. Ping. Genau. Wie viel von den Pfeilen kann ich wiederverwenden? Ich habe 4 verschossen. Du hast 4 verschossen. So, ich würde mal sagen, du kannst vor denen eigentlich alle nochmal benutzen. Gut. Dann gehen wir wieder auf 5 hoch. Sehr schön. Wir sollten die Gruppe eigentlich die Wandpinner nennen, weil irgendwie passiert das so in jedem Kampf, dass irgendein Gegner an die Wand gepinnt wird. Nein. So, jetzt ist die Frage, ist Glee wieder normal oder bleibt jetzt da stehen? Also für so ungefähr 6 Sekunden bleibt sie nur stehen. So, aber dann konnte sie wieder normal bewegen. Die Condition hat bis zum Ende vom Mumien nächsten Turn gehalten.